Abend und herzlich willkommen zu unserem Freitagsprogramm mit Vipassana und Lehrredenbesprechung. Und wir fangen gleich mit der Meditation an. Ja, wir beginnen zu meditieren, indem wir zuerst dann die grundlegende Ausrichtung der Achtsamkeit erinnern. Nicht in der Welt, da draußen, durch Habgier und Ablehnung das Glück zu erkämpfen, sondern ganz am inneren Innenleben. Achtsam und klar bewusst den gegenwärtigen Moment erleben, verstehen lernen. Darf jetzt unsere volle Priorität sein. Wenn wir die Aufmerksamkeit dem Atem im Körper zuwenden, richten wir gleichzeitig unseren Geist darauf aus, nicht den Tendenzen des Geistes in der Welt herum zu suchen, zu folgen. Mit dem zu beschäftigen, was hier und jetzt stattfindet. Einatmen, ausatmen.
im Bewusstsein, wie friedlich und erlesen es sein könnte, wenn die Daseinsstützen, die Khandhas sich nicht mehr zu einem festen Ich und mein Gefühl zusammenfügen. Beginnen wir jetzt, die Daseinsfacetten, die Khandhas zu beobachten. Versuch da vielleicht einmal besonders hellhörig zu sein auf diese fast automatischen Impulse des Geistes, was Bedeutungsvolles, etwas mit einem Ich und einem Mein-Gefühl Zusammenhängendes zu konstruieren aus dem Rohmaterial des Erlebens. Versucht euch zu inspirieren, indem ihr daran denkt, wie friedlich es sein könnte, wenn das alles auseinanderfallen kann, diese verrostete Ich-Rüstung in seine Einzelteile auseinanderpurzeln kann, ohne dass das Dogma der Identifikation permanent im Mittelpunkt steht. Beginnen, die Körperlichkeit zu beobachten, zu sehen, wie sie wirklich ist. Alle physischen Prozesse, sofern sie an unserem Erleben beteiligt sind. Elemente Reibung an allen Sinnesorganen. Ist eben nur Körperlichkeit. Prozess der Unbeständigkeit. Friedlich erst, wenn wir es aufgeben, daraus beständiges Selbst basteln zu wollen.
friedlich und erlesen könnte es auch sein, die Identifikation, das Empfinden aufhört. Die Weisheit so weit gereift ist, dass es klar wird, dass in diesem angenehm, unangenehm fühlen, sich anfühlen, kein beständiges Ich oder mein Gefühl aufzubauen ist, wozu dann daraus noch ein Dasein formen? Jedes Empfinden, egal an welchem Sinnestor es entsteht, egal ob es angenehmes, unangenehmes, neutrales Empfinden ist, in seiner Unbeständigkeit, der von Grund auf disqualifiziert, zur Beständigkeit oder Zufriedenheit zu bringen. Beobachten wir die Unbeständigkeit von Vedana, Empfinden, das Anhaften daran zu lösen.
friedlich. Da lesen wäre es auch, wenn unser Wahrnehmen nicht mehr als Daseinsstütze fungieren muss. Wenn wir die Unbeständigkeit wahrnehmen, die uns von Moment zu Moment vom unbewussten Konditionierungslogarithmus vor die Füße geworfen. Nicht mehr automatisch ein Ich und mein Gefühl einbauen müssten. Sie friedlich und ohne Dramatik stehen und vergehen könnten. Beobachten wir also Wahrnehmung für Wahrnehmung die Unbeständigkeit und vorbeiziehen, aufhören,
auch alle Handlungsimpulse, alle Sankharas folgen derselben Beständigkeit. So wichtig und dringlich sie uns im Alltag vielleicht vorkommen, so bedeutungslos und fremdgesteuert sehen wir sie mit Achtsamkeit, Geist auftauchen und sich wieder auflösen. Lassen wir uns inspirieren von der Vorstellung, wie friedlich das sein muss, diese Handlungsimpulse durch und durch verstanden, durchschaut zu haben. Nicht mehr in eine Ich- und Mein-Position hineingezwungen zu werden. Der Moment der Unbeständigkeitsbetrachtung bei den Handlungsimpulsen. Ein kleiner Schritt in diese Richtung. Sankhara ist unbeständig, nicht selbsthaft, fremder, von Ursachen abhängiger Prozess.
Auch Bewusstsein ist eine Chart. Entsteht immer wieder an den 6 Sinnestoren, um wieder aufzuhören, neu zu beginnen, wieder aufzuhören. Wie friedlich alles sein könnte. Wenn wir diesen zentralen Baustein unserer Identitätsvorstellung aus dem Bauwerk herausziehen könnten, einmal mit eigener Weisheit beobachten könnten, dass Bewusstsein unbeständig ist, nichts mit einem beständigen Selbst zu tun hat, dass es möglich ist, jedes Ich und mein Gefühl hinsichtlich Bewusstsein durch die Kraft der Weisheit nach und nach zum Schwinden zu bringen. Friedlichen Zustand der Nicht-Identifikation, des Zerfallenseins, der Daseinsstützen zu erleben. Sinneserleben des Bewusstseins ist immer wieder unbeständig.
5 Minuten geht es weiter mit der Sutta-Besprechung.